Und hallo. So, wir sind wieder bei Final Fantasy. Na, 2 Tagen Pause. Werde ich wieder weitermachen. Ich habe ja gesagt, ich war ja im Krankenhaus. Nur der Tag danach, da war ich noch komplett... War noch für mich alles unmöglich. Warte, ich war einfach nur geschlaucht. So, was gibt's noch zu sagen? Ja, ab dem 11. weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich versuche jetzt einfach kürzere Folgen zu machen, dass ich genug hinkriege. Nur ab dem 11. gehe ich stationär rein. Für eine Woche, ein paar Tage. Und danach kann ich erstmal nicht sitzen. Ich kann nur stehen und liegen. Also ist das so eine Sache. Also weiß ich nicht, wie das jetzt mit Folgen ist, wie viel ich hinkriege. Aber ich denke mal, wird ja jeder verstehen. Hoffe ich mal. Oh, Motorklinge mit Hilfe. Ja. In Ordnung. Der alte Cid wird euch nicht enttäuschen. Oh. Probier die Waffe gleich aus. Wirst einen Spaß dran haben. Motorklinge 2. Nichts zu tun? Wenn's um den Regalia geht, fragt bitte Sydney. So, warte mal. Aufgabe. Mehr gibt's nicht? Nur Motorklinge 2? Ernsthaft? Schade. Gut, wo da? Da. Hi? Bist doch die Katze vom Galdinkai, oder? Muss schon sagen, hast ja eine ganz schöne Reise hinter dir. Und? Hast du wieder Hunger? Wie sollen wir denn hier was zu essen finden? Ob sich hier irgendjemand mit Katzen auskennt? Ich würde einfach mal Monika fragen. In Insomnia hatte sie mehrere Katzen zu Hause. Ach was? Monika mag Katzen, sagt ihr? Ob wir uns den Weg zum Galdinkai sparen können? Weiß nicht. Katzen sind ziemlich eigensinnig. Das unterschreibe ich sofort. Dich hat's ja richtig erwischt. Hat ja gut geklappt, ne? Einfach mal durch die Wand durch. Okay. Monika fragen. Moment. Erstmal die Aufgabe ausrüsten, dann finden wir die nie. Der schnurrende Magen. Ich werde gerade auch von so einem schnurrenden Magen beobachtet. Sitzt hinter meinem Monitor. Wie er mich gerade anguckt. Finde ich immer sensationell. Ich denke mal rein, ne? Monika? Da, du bist Monika. Hallo. Prinz Noctis, was führt euch zu mir? Könntest du vielleicht was für uns kochen? Gern. Allerdings steht mir hauptsächlich nur Gemüse zur Verfügung. Ist nicht für mich, sondern eine Katze. Verzeiht, Hoheit. Das war mir nicht klar. Ich bereite gerne etwas zu, aber momentan habe ich keinen Fisch. Oh, darum kann ich mich gerne kümmern. Ist das wahr? Entschuldigt die Umstände. Angeln liegt mir nämlich leider nicht besonders. Dafür bin ich ja da. Vielen Dank. Wenn sich nichts angeln lässt, dann könntet ihr vielleicht was kaufen. Einige Läden führen auch Fertiggerichte. So, Seebarschfilet. Seebarsch müssten wir doch eigentlich haben, oder? Haben wir kein Seebarschfilet? Na gut, dann eben nicht. Ja. Gut. Gucken wir mal schnell auf die Karte. Boah, das war echt ein ganzes Stück, wa? Ja, macht ja nichts. Wir besorgen Seebarschfilet. So, da ist das Auto. Oh. Was bist du? Jungfernkuss.
Ist es schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Da brauche ich ja nicht rausschneiden. Ich mach Musik an und dann genießen wir einfach mal die Aussicht. Sag mal, Nocht. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Übernachten? Jetzt schon? Ja, komm. Hätte ich ja eh gemacht. Du nagelst ja sonst eh nur rum. Also gut. Sauber, ab ins Bett. In Ordnung. Na gut. Ich dachte eigentlich, der fährt weiter zum Lagerplatz, aber nein, Monsieur will ja irgendwo drinnen schlafen. Aber wo hier? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo man hier schlafen kann. Ach, hier. Da oben kann man drin schlafen. Oh. Los, Kleiner. So, mal ein bisschen auf dem Schokobo noch mal reiten. Danke. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Ich denke mal hier oben, was? Oh, hier liegt sogar was. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Gucken, vielleicht gibt es ja was an schönen Bildern. Wie? Wer bist du denn? Ach, war der Telcott, ne? Okay, war jetzt ein Bug? Mal gucken, was haben wir an Bildern? Ah, da ist die Hexe. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Das sieht gut aus, ab Bild. Ich suche eigentlich immer nur die Bilder nach der Hexe ab. Gibt keine, gut. So, dann ein neuer Versuch. Ich öffne auch immer eine Tür am Scharnier. Also dann? Oh, Stufe 6. Dein Chocobo hat die Fertigkeit Chocobo Cha-Cha-Cha erlernt. Dein Chocobo baut sich mit einem niedlichen Tanz auf und stärkt sich so mit Hilfe hilfreichen Zustandsveränderungen.
Okay. Kann man das? Moment. Müssen wir gleich mal im Auto ausprobieren. Nicht so trödeln! Wer trödelt denn hier? Bis bald, Kleiner. Und wie machst du den Cha-Cha-Cha? Na gut. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Du, Nacht? Sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Irgendein Gladio Prompto? Nee. Knipst doch mich. Upp. Wird gemacht, okay. Du bist der Boss. Hey, das war ein Scherz. Eigentlich habe ich eher daran gedacht, dass er jetzt dann alles so lassen. Ups. Na gut, dann eben nicht. Ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Los, Kleiner. Danke. Braver Junge. Ich denke mal, Seebarschfilet wird ja nicht schwer sein. Den Seebarsch hier rausholen. Mal kurz gucken. Schlangenkopf, wir brauchen aber Seebarsch. Seebarsch. Aber welcher ist jetzt der richtige? Nehmen wir einfach den. Na komm, bist du der Seebarsch? Gut. Thank you.
Noct, freu dich doch mal ein bisschen. Streifenbaramundi. Mist. Aber neuer Rekord. Lothar! Da hängt ein Mordsding dran. Oh, der zieht uns aber echt die Schnur weg. Oh nein, die Schnur reißt. Da hast du einen dicken Brummer gefangen. Wir kriegen dich noch raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ganz ruhig. Nein! Er ist entwischt. Kümmere dich nächstes Mal rechtzeitig um die Schnur. Das war jetzt echt mies. Neuer Versuch. Das war jetzt echt so mies. Oh Mann! Was war das denn? Könnte das ein Seebarsch sein? Vorsicht, die Schnur reißt! Boah, der zieht uns echt eine 2000er Schnur weg. Was für ein abartiges Vieh. Und du bist? Ha, ein dicker Brocken. Gut gemacht, Noct. Du hast es drauf, Noct. Nun die Frage, ist Seebarsch ist Seebarsch? Wechsel die Schnur aus, bevor sie dir reißt. Ernsthaft? Das zählt nicht als Seebarsch? Oh. Wechsel die Schnur aus, bevor sie dir reißt. Na gut, ich würde sagen, wir machen Cut.
und gucken mal. Blende dann sofort wieder ein, sobald wir einen haben. Komm schon, lass mich auch mal angeln. Klar, nächstes Mal. Gut. Meinst du, der wird ihr schmecken? Na super, jetzt haben wir ihn endlich. Nicht übel. Wir gehen immer auf die fetten Brocken. Na gut. Also, da sind ja schon einige Fette rausgekommen. Solltest du nicht mal die Schnur auswechseln? Nicht hören, auf zu angeln. Schlafen erstmal. Ja, das wollen wir. Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. Es gibt einfach nur einen Toast mal heute. Guckt aber sauer. Okay, damit Bilder von Noctis übertrieben. Ja, prompto. Deine Hilfe. Kommst du morgen früh mit mir mit? Diesmal geht es einfach wirklich nicht ohne dich. Na klar. Von mir aus? Wow, echt? Danke, ich zähle auf dich. Und? Wo geht's diesmal hin? Weißt du, ich möchte gerne ein besserer Fotograf werden. Ich will mich an Porträts versuchen und du sollst mir dafür Modell stehen. Ha, solange du meine Schokoladenseite erwischst. Wie den Hintern. Na gut. Dann gehen wir mal Porträts stehen. Vom Hintern. Ich wette, roter Drache war der passende Köder. Ja, das ist ein toller Hintergrund. So, Noct, und jetzt flirte mit der Kamera. Wie bitte? Was? Na, du geile Kamera. Coole Pose, männliche Pose, nette Pose und stilvolle Pose. Fangen wir einfach mal bei Kreis, X, Viereck. Ja, gehen wir so. Gehen wir so rum.
richtig coole. Hier ist das Vögelchen. 3, 2, 1. Yeah. Oh, tolle Pose. Noch ein Foto. Spaghetti. Na, wir sind schon cool, wa? Wir sind halt männlich. Eins noch. Los, mach was Ausgefallenes. Komm, die Stilvolle will ich jetzt auch noch haben. Na gut, dann eben nicht. Super! Das sind echt gute Fotos von dir. Sag mal, was machst du mit den Fotos eigentlich? Wie? Ach, also... Um ehrlich zu sein, würde ich die gerne Luna schenken, wenn wir sie treffen. Als Hochzeitsgeschenk. Oh. Na gut. Warum auch nicht? Ist mal was anderes als Aufkleber, dachte ich. Keine Sorge, dein Geschenk werden ein paar süße Fotos von Luna. Was? Super, Erfolg auf ganzer Linie. Dank mir natürlich. Ja, dank dir, Noct. Kein bisschen eingebildet. Oh, 20 FP. Das ist super. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon wieder? Fertigkeiten, mal gucken. 82. Das haben wir ja. Das war eigentlich auch nicht schlecht, ne? Führt eine Angriffsserie in der Luft durch, die dem Gegner Stromschläge versetzt. Oh. Aber dafür brauchen wir erst das, dann das. Oh, das sind so viele Punkte. Okay, wir sparen erst noch. Ich denke mir ja eh, wir sind eigentlich ganz gut geskillt hier. Weil hier liegt was. Erdsphäre. Naja, okay. Monika den Seebar springen. Okay. Chocobo. Wieder aus der Wand raus. Also dann. Halt. Bis bald, Kleiner. Sammelfieber. Erst Leute. Und weiter geht's. Hui. Regalia runter, Auto rein. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Ach, Musik an? Ihr wollt schon schöne Aussicht zeigen, Tunnel. Geil. Da wären wir.
Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Na, schon toll. Angeblich benutzt Ravus das Schwert nicht. Das wäre ja auch noch schöner. Was bildet sich dieser unverschämte Kerl überhaupt ein? Aber warum hat er es dann mitgenommen? Ach, hat Ravus vielleicht das Königsschwert rausgeklaut? Wir haben doch... Boah, in welcher Folge war das? War auf jeden Fall in einer der Folgen, die ich 1000 Mal gemacht habe. Da haben wir doch das Königsgrab gefunden, was angeblich von Sichern geplündert wurde. Und er meinte das Schwert vom König. Selber. Das Königsschwert vom König. Ach, wunderbar. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Vielen Dank. Ich mag Katzen wirklich sehr gern. In Insomnia hatte ich 3 als Haustiere. Oh, hätte ich nicht gedacht. Doch. Und wenn ich hier so für eine Katze koche, wird mir richtig wehmütig zumute. Also gut, das Essen ist fertig. Ich hoffe, es mundet unserem kleinen Besucher. Ach, bestimmt. Mieze, Mieze, Mieze. Wo bist denn du? Ach, wir müssen gleich mal auf unser Feld gucken, ne? Das müsste ja auch gut sein. Hier, bitte. Dein Futter. Wo? Sieht aus, als würde es ihr sehr gut schmecken. Für das Essen kannst du dich bei Monika bedanken. Unser Noct. Wie immer ein richtig großes Herz für Tiere. Ja, das hat er. Solltest zum Menschen auch so nett sein. Ich denk drüber nach. Oh, Himmelssphäre. Gut. Oh, da liegt noch was. Gedenkmünze. Aufzug, den könnten wir eigentlich auch mal, oder? Nein, ich wollte eigentlich nur so mal hochfahren. Geht das nicht? Mal hoch auf den... Schade. Na gut. Hab ja gesagt, die Folgen werden ein bisschen kürzer. Heute war wieder eine sehr ruhige... Fast schon langweilige Folge. Oder? Ihr könnt mir ja reinschreiben. So, und ich bin raus.